würde mir sehr wünschen, dass wir alle versuchen, mal einen kleinen Schritt zurückzugehen, die Dinge, die wirklich klar sind, auf den Tisch zu legen. Es ist eben schon in Anmoderation gesagt, dass es ein russischer Kampfstoff ist. Es ist selbst Theresa May hat vorsichtiger formuliert und gesagt, es ist ein Kampfstoff, der mal in Russland hergestellt wurde. Diese Chemiefabrik, die in Usbekistan lag, ist aufgelöst worden, übrigens von Amerikanern damals, und rückstandslos beseitigt worden. Ob dann noch Reste von den Giften irgendwo hingekommen sind, weiß kein Mensch. Deshalb würde ich mir einfach wünschen, dass wir Mechanismen, die ja mal geschaffen wurden, dass die Chemiewaffenkontrollorganisation in Besitz dieses Kampfstoffes kommt, also dieser Spuren, die da gefunden wurden, das ist da ja hört vorgesehen. Man, dass Großbritannien das nicht machen will. Warum, weiß ich nicht. Also deshalb wären wir alle gut beraten, nicht zu schnell Schlussfolgerungen zu ziehen auf einer immer noch ungesicherten Basis. Unser Außenminister AD Sigmar Gabriel hat gestern Abend gesagt, es gilt im deutschen Rechtssystem ein bewährter Grundsatz. Solange Schuld nicht bewiesen ist, gilt die Unschuldsvermutung. Und davon haben wir uns komplett gelöst. Nichtsdestotrotz könnte man ja erwarten, dass Russland sich in irgendeiner Form beteiligt. Und insofern fragt sich schon, wie soll der Westen denn reagieren, Herr Platzek? Dieser Fall reiht sich natürlich auch ein in andere Dinge, in ungeklärte Cyberattacken, in sehr viele Dinge. Und der Westen sieht sich gezwungen, etwas zu tun. Und meine Frage ist, Herr Platzek, was denn? Also nochmal, ich würde mir einfach wünschen, dass wir versuchen, zumindest versuchen, mal ein paar Haltegriffe zu finden in diesem sich rasant verschlechternden Verhältnis. Wir haben inzwischen längst wieder eine Gefahr für den Frieden, auch auf unserem Kontinent, vor 25 Jahren unvorstellbar. Und lassen Sie jetzt den Sonntag vorbeigehen, die Präsidentschaftswahl, weil ja unterstellt wird, die Russen würden das inszenieren, um verbesserte Stimmergebnisse für den Kandidaten Putin da zu bekommen. Wie auch immer, dann gibt es den Montag und wir haben ein paar Punkte, die auf dem Tisch liegen, wo ich mir wünschen würde, weil da geht es auch um unzählige Menschenschicksale. Wenn wir zum Beispiel den Vorschlag, Blauhelme einzusetzen in der Ostukraine, das ist ein ganz zentrales Thema, da jetzt endlich dran zu arbeiten, damit wir zu einer Entkrampfung in der Ostukraine, das wahrscheinlich relevanteste Thema unserer Beziehung, kommen, um dann Schritt für Schritt vielleicht einen Neuanfang, der dringend nötig ist, der gesamten Konstruktion zu finden. Ich glaube, dass wir ernsthaft darüber nachdenken müssen, eine zweite Auflage der Helsinki-Konferenz, die letzte war bekanntermaßen 1975, über Sicherheit und Zusammenarbeit, das brauchen wir wieder. Wir sind längst in einer noch explosiveren Situation, als wir damals Anfang der 70er Jahre waren auf unserem Kontinent. Herr Platzek, dann lassen Sie uns einen Schritt zurücktreten. Sie haben gerade selber angesprochen, die Wahlbeteiligung in Russland. Lassen Sie uns auf den Sonntag schauen. Warum ist die denn so entscheidend für Präsident Putin? Ja, er legt natürlich Wert darauf. Also es zweifelt ja kaum ein Beobachter daran, dass Putin die Wahl gewinnen wird. Übrigens, es wird von vielen gesagt, egal, auch wenn die Wahlbedingungen in unserem Sinne jetzt offener, klarer, demokratischer wären, würde er trotzdem die Wahl gewinnen. Aber er hat natürlich, legt wahrscheinlich großen Wert darauf, dass auch die Legitimation, die er sich wünscht, dadurch gestärkt wird, dass möglichst viele Menschen zur Wahl gehen. Und die Verhältnisse in Russland sind nicht unkompliziert, insbesondere was soziale Fragen angeht. Und von daher macht man sich wahrscheinlich in Russland schon diese und jene Sorge. Nicht, dass Putin nicht gewählt wird, aber dass zu wenig Leute an die Wahlurnen gehen. Jetzt haben Sie gerade die sozialen Sorgen angesprochen. Erklären Sie uns doch mal, Putin regiert seit 18 Jahren. Wieso wird er gewählt, obwohl die Menschen nach wie vor und eher sogar größere soziale Sorgen haben? Frau Gedin, Sie haben in Russland, wenn Sie mit Russen reden, gerade in der Tiefe des Landes, man sagt ja immer, geh nicht nach Moskau, sondern man muss wirklich nach Russland reingehen. Das Land ist ja riesig, über 10 Zeitzonen. Da hören Sie kriegen Sie oft, wenn Sie es mal versuchen zusammenzufassen, eine ambivalente Aussage. Zum einen schätzen die Leute, viele Leute, natürlich nicht alle, das ist normal, schätzen viele Leute an Putin, dass er ihre Identitätskrise vermeintlich aufgelöst hat, die sie nach dem Zerfall der Sowjetunion hatten, wo man immer gehört hat, wir sind nichts mehr, wir bedeuten nichts mehr, wir werden nicht mehr ernst genommen. Also so eine gesellschaftspsychologische Frage. Da sind sie deutlich mehrheitlich an der Seite von Herrn Putin und sagen, jawohl, das hat er wiedergegeben. Aber wenn Sie dann ins Detail fragen, wenn es um Gesundheitswesen geht, wenn es um Bildung geht, wenn es um den Zustand an den Hochschulen geht, wenn es um die immer noch grassierende Korruption in der Tiefe des Landes geht, dann hören Sie auch natürlich andere Sichten. Und in diesem Spannungsfeld bewegt sich auch der amtierende Präsident und wahrscheinlich eine neue. Und ich
glaube, die Hauptaufgabe für ihn und seine Administration nach der Wahl wird sein, genau diese Probleme jetzt wirklich, da ist viel, hat man viel liegen lassen, auch wegen außenpolitischer Dinge in den letzten Jahren. Da muss er jetzt dran. Sonst ist in Russland wahrscheinlich eine größere Krise auf Sicht kaum noch zu vermeiden. Jetzt haben Sie es aber selber gerade auch angesprochen, wegen außenpolitischer Dinge. Man kann es natürlich umgekehrt interpretieren, dass die Außenpolitik genau das willkommene Vehikel ist, um von innenpolitischen Problemen abzulenken. Frau Gedin, das ist immer so. Also da diese Koinzidenz haben Sie immer, das ist ein uraltes politisches Mittel, keine Frage. Ich war übrigens auch deshalb gegen Sanktionen. Ja, aber wir reden jetzt über Russland und nicht über alle anderen Staaten. Ja, ich sage, das ist immer so, das gehört dazu. Aber deshalb war ich zum Beispiel auch gegen die jetzt immer weiter laufende Verschärfung von Sanktionen, die nicht den gewünschten Effekt gebracht haben, wie wir alle merken, sondern eher einen gegenteiligen. Aber natürlich der russischen Führung erleichtern nach innen, Schuldige für Versäumnisse zu suchen, die dann eigentlich gar nicht verantwortlich sind, weil man sagt, guck mal, der Westen drängt uns hier zurück und deshalb sind wir in Schwierigkeiten. Also es ist ein vielschichtiges Geschehen, das kann man auch nicht mit ein, zwei Patentsätzen, sage ich mal, auflösen. Ich würde mir wünschen, dass wir sachlich, klar, wir werden keine freundschaftlichen Verhältnisse mehr hinkriegen, vielleicht nicht mal wirklich partnerschaftliche, dazu ist viel zu viel kaputt gegangen. Aber wir sollten uns bemühen, das haben unsere Vorväter, wenn ich an Egon Bahr und Willy Brandt in auch so schwierigen Zeiten denke, geschafft, fast paradox zu handeln und Ende der 60er Jahre Wandel durch Annäherung anzubieten. Einen solchen politischen Kraftakt bräuchten wir auch von unserer Seite, glaube ich, wieder.